Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es mal wieder eine Ausgabe der 5 Minuten RAW Challenge, denn ich möchte dir zeigen, was möglich ist, aus so einer RAW-Datei herauszuholen. Das ist wirklich manchmal sehr beeindruckend, was aus manchen Fotos rauszuholen ist. Und ich dachte mir, heute bearbeite ich mal wieder eure Bilder und ihr könnt mir die jederzeit zuschicken. Dazu gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link über WeTransfer. Könnt ihr das Ganze tun und dann sind vielleicht auch in der nächsten Episode deine RAW-Bilder mit dabei. Also ich würde mich freuen, wenn ich da ein paar Zusendungen wieder von euch bekomme. Es sind sehr, sehr schöne Bilder mit dabei. Zwei davon werde ich heute wieder bearbeiten. Ich habe dafür 5 Minuten Zeit. Ich darf nur Lightroom benutzen. Und das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen Entertainment. Das heißt, nimm es nicht allzu ernst. In 5 Minuten kann man nicht allgemein sagen, dass man Bilder bearbeiten kann. Da braucht man schon manchmal ein bisschen länger. Von daher sieh das Ganze eher auch so ein bisschen mit dem Entertainment-Faktor. Ansonsten freue ich mich sehr darüber, dass am Sonntag mein Luminar-Kurs rausgekommen ist. Ihr habt ihn sehr, sehr gut angenommen bisher. Vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die ihn bisher gekauft haben. Es freut mich wirklich ungemein. Und da könnt ihr auch gerne mal auf meinem Online-Store vorbeischauen. Es gibt natürlich auch Lightroom-Trainings. Ansonsten schaut nochmal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort läuft es sehr, sehr gut mit meiner Challenge, bis zum Jahresende auf die 10.000 Follower zu kommen. Das sieht sehr, sehr gut aus und jetzt ist genug Werbung gemacht. Jetzt geht es los mit dem Video, mit der 5 Minuten RAW Challenge. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier in Lightroom drin und ich habe schon meine ersten 2 Bilder hier ausgesucht zur Bearbeitung. Das erste Bild hier ist von den Ibo. Ich glaube, ich habe von dir tatsächlich schon mal ein Bild bearbeitet in der 5 Minuten RAW Challenge. Und heute ist das zweite dran. Also ihr könnt mir weiterhin auf jeden Fall eure Bilder zuschicken, eure RAW-Dateien. Wie das Ganze genau funktioniert, steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten packe ich jetzt mal 5 Minuten auf die Uhr und wir starten mit dem ersten Bild. Ich würde hier wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen die Tiefen aufhellen, damit man hier so ein bisschen mehr Details noch in den Vordergrund bekommt. Ja, so ein kleines bisschen vielleicht die Lichter abdunkeln, wobei wirklich nur ganz wenig. Und dann schauen wir jetzt mal hier mit dem Weißabgleich. Ich glaube, den lasse ich erstmal so. Aber ich glaube, ich würde das Bild ein bisschen beschneiden. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier so ein bisschen viel auf der linken Seite haben, was wir nicht brauchen. Deswegen, ich probiere mal, was so ein 1:1 Format aussagt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, so ungefähr würde ich es, denke ich, mal lassen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen auf der rechten Seite diese Bäume im Vordergrund und diese Straße, die sich hier so ein bisschen durch das Bild schlängelt. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, weil das so eine kleine führende Linie einfach in die Bildmitte ist. Okay, also vom Ausschnitt her sieht es schon ganz gut aus. Ich glaube, das ist noch nicht ganz gerade, wenn mich nicht alles täuscht, aber es kann auch täuschen. Ja, es ist schwierig, hier an diesem Bild zu erkennen, den geraden Horizont hier zu finden. Aber ich glaube, es sieht so ein bisschen gerade aus insgesamt. Ja, doch. Ich denke mal, so passt es schon ganz gut. Dann werde ich mal als nächstes hier unten in die Objektivkorrekturen reingehen und die Profilkorrekturen und die chromatischen Aberrationen entfernen. Das Bild will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen schärfen, gerade so für den Anfang. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Hier packe ich mal so meinen Standardwert von 80 in Betrag rein mit gedrückter Alt-Taste oder Optionstaste maskiere ich das Ganze dann wieder so ein bisschen aus. Und ich glaube auch, hier unten, das stört mich hier auch noch so ein bisschen. Ah, das sind im Prinzip, ich glaube, das ist ein umgefallener Baum oder ein Ast oder so. Aber es stört mich irgendwie so ein bisschen. Deswegen versuche ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen rauszukopieren. Ja, das sieht auch gut aus. Sieht keiner mehr, dass da irgendwas gemacht wurde. Perfekt. So, dann gehe ich als nächstes mal in die Gradationskurve rein und werde jetzt hier meine dunklen Bildbereiche noch so ein bisschen aufhellen, so ein bisschen gegenkontern dann, so eine kleine S-Kurve hier vielleicht reinbauen, die hellen Bildbereiche vielleicht noch ein bisschen aufhellen und die Weißtöne dafür dann wieder etwas abdunkeln. Das sieht ganz gut aus soweit. Das war jetzt im RGB-Kanal, dann gehe ich mal noch in den Blaukanal rein, denn in den Blaukanal möchte ich die Blautöne hier in den Schatten noch so ein bisschen aufhellen. Konnte ich dann aber hier entsprechend auch wieder so ein bisschen gegen, dass das tatsächlich wirklich nur hier unten stattfindet. So, jetzt kriegen wir hier schon so einen kleinen Bildlook rein. Das gefällt mir schon ganz gut, wenn man jetzt hier mal nur die Gradationskurve nimmt. Was die schon ausmacht in dem Bild, ist echt cool. Dann gehe ich mal noch so ein bisschen rein und gebe dem ganzen Bild mal noch so ein bisschen Struktur. So 20 bis 25% ungefähr. Ich glaube, Dunst entfernen nehme ich hier tatsächlich mal so ein bisschen ins Negative. Ich glaube, also man macht es ja wirklich, ich sehe das so gut wie nie, dass irgendjemand mal Dunst entfernen ins Negative zieht. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das hier echt ganz gut anfühlt, so in dem Bild. Dann gehe ich mal hier noch in meinen Verlaufsfilter rein, denn ich möchte hier noch so ein bisschen die Kontrast in den Mitteltönen erhöhen.
Wie das funktioniert, habe ich auch schon mal in einem extra Video gezeigt. Also Belichtung hier so ein bisschen nach oben und den Kontrast wirklich komplett nach oben ballern. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist die Bereichsmaske hier auf Luminanz zu stellen und dann den Bereich zwischen 25 und 75 auszuwählen. Und dann haben wir nämlich genau unsere Mitteltöne ausgewählt und der Kontrast findet also auch nur Anwendung dann in diesen Mitteltönen. So, das Ganze ist noch relativ bläulich. Ich nehme mal noch einen Verlaufsfilter, werde jetzt mal hier mal den Himmel noch so ein bisschen korrigieren. Ich glaube, so ein bisschen Belichtung runter, ein bisschen die Lichter runter. Und dann werde ich auch hier wieder die Bereichsmaske auf Luminanz setzen und dann auch wirklich hier nur in den hellen Bildbereichen anwenden, dass hier die Berge dann nicht im Hintergrund noch mit davon betroffen sind. So, aber insgesamt, glaube ich, können wir das Ganze hier noch so ein bisschen abdunkeln. Ah, da kann ruhig noch ein bisschen mehr hier. Ja, genau so, dass wir hier so ein bisschen diese Struktur von dem Himmel noch so ein bisschen sehen. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. So ein bisschen mehr Temperatur gebe ich dann doch noch mit ins Bild. Und ich glaube auch in der HSL-Tabelle werde ich jetzt mal die Sättigung von den Blautönen hier so ein bisschen rausnehmen. Und von den Grüntönen auch ruhig so ein bisschen. Ich glaube, so insgesamt kann man hier Grün noch so ein bisschen aufhellen. Dafür die Sättigung noch so ein bisschen, ja, nicht zu viel rausnehmen. Ein bisschen das Orange, ein bisschen das Gelb noch rausnehmen. Ja, so passt es eigentlich ganz gut. Und das Grün kann man insgesamt auch noch so ein bisschen weiter Richtung Blau bzw. Aquamarin hier schieben. Dann hat das Ganze noch ein bisschen besseren Farbton, wie ich finde. So, und dann schauen wir mal noch hier unten in die Kalibrierung schnell rein. Da können wir auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Sättigung mit reingeben, um das ganze Bild noch so ein bisschen punchiger zu machen. Eine kleine Vignette gebe ich auf jeden Fall noch mit dazu. Ah, hier sollte man auf jeden Fall gucken, dass man die Lichter wieder so ein bisschen davon rausnimmt. Nicht zu viel. Auch nicht zu viel Vignette. So, und jetzt sind wir hier gleich schon angekommen an den 5 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall noch eine Menge tun könnte. Ich werde jetzt hier meine Teilton noch schnell die Schatten so ein bisschen mit einem Blauton sättigen weiter. Und die 5 Minuten sind um. Ein kleines bisschen hier gebe ich noch rein. Okay, also die 5 Minuten sind um. Das wäre jetzt mein Ergebnis nach 5 Minuten. Mal ganz kurzes Vorher, Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen weitergehen. Also ich würde jetzt tatsächlich, wenn ich mehr als 5 Minuten hätte, kann ich ja mal schnell noch machen hier, würde ich tatsächlich, glaube ich, hier noch so ein bisschen mit Licht malen. Das heißt, ich würde jetzt hier noch reingehen und so ein paar Sachen so ein bisschen aufhellen. Nicht zu doll, so eine 0,5 Blende ungefähr. Ein bisschen Struktur und ein bisschen Kontrast kann da noch mit rein. Und vielleicht mache ich das hier drüben auch nochmal. Aber auch hier wieder Belichtung ein bisschen runtersetzen. Ein bisschen Kontrast mit dazu. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann würde ich wahrscheinlich hier auch noch mit dem Pinsel so ein bisschen reingehen und mal probieren, diese Straße, diese führende Linie hier, so ein bisschen nachzumalen. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen doll. Belichtung ist noch ein bisschen doll weit oben. Das setze ich gleich mal noch wieder ein Stück weiter runter. Aber so ein kleines bisschen, um die Straße hier einfach noch ein bisschen mehr zu betonen. Und andersherum gehe ich jetzt hier nochmal in den Radialfilter rein und werde jetzt hier mal einen großen Radialfilter noch über den See aufziehen. Und hier mal so ein bisschen negative Belichtung und die Lichter einfach mal noch so ein bisschen runterdrehen. Und vielleicht auch die Farbtemperatur ein bisschen runtersetzen. Ja, das sieht dann jetzt alles ein bisschen angepasster aus, weil hier das Ganze doch sehr, sehr ausgebrannt aussieht. Und ich denke mal, das können wir so einfach noch ein bisschen angleichen hier. Und in den Himmel würde ich auch noch mal reingehen tatsächlich und das Ganze so ein bisschen korrigieren. Hier vielleicht auch noch so ein bisschen blaue Farbtemperatur reinbringen, um den Himmel so ein bisschen blauer zu machen. Das sieht, denke ich mal, schon ganz gut aus. Vielleicht insgesamt noch ein bisschen Kontrast rein. Ja, jetzt dadurch kriegt das Bild auf jeden Fall noch mal gut was dazu. Also da gewinnt es auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und ich denke mal, das wäre jetzt so das Ergebnis, mit dem ich leben könnte. Vielleicht drehe ich das Blau insgesamt in der HSL-Tabelle noch mal ein Stück weiter raus. Und vielleicht den Blauton ein bisschen weiter hier noch verschieben. Aber ich denke mal, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein cooles Ergebnis. Ja, es ist natürlich Geschmackssache. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier ein ganz schönes Ergebnis haben. Ihr könnt es ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr noch was anderes gemacht hättet. Ich weiß, viele mögen es punchiger, dass sie jetzt gesagt hätten, so vielleicht, warum hast du jetzt hier den Dunst entfernt auf Minus gestellt? Aber ich finde es ganz cool, wenn die Berge im Hintergrund so ein bisschen im Dunst verschwinden, weil man dadurch einfach noch so ein bisschen mehr Dreidimensionalität gewinnt in dem Foto. Also das Ganze wirkt dadurch einfach ein bisschen räumlicher, finde ich. Und deswegen habe ich es einfach mal in dem Bild mal so angewandt.
Okay, gehen wir mal gleich aufs zweite Bild. Das hat mir der Jürgen zugeschickt. Jürgen war mal Workshop-Teilnehmer bei mir in New York war das. Und da haben wir auf jeden Fall eine richtig coole Woche auch zusammen gehabt. Der hat mir jetzt hier ein Bild zugeschickt von der Moseschleife. Und auch das möchte ich natürlich wieder hier bearbeiten. Auch hier wieder 5 Minuten auf die Uhr packen. Und dann lass uns einfach mal direkt starten hier. Das ist ein sehr schönes Bild, hat schöne Farben. Ich denke mal, die Farben kann man hier noch so ein bisschen... ja, ein bisschen verstärken noch, einfach ein bisschen Kontrast hier reinbringen noch. Tiefen und Lichter muss man hier, glaube ich, gar nicht großartig aufhellen. Vielleicht die Lichter ein bisschen abdunkeln hier. Ja, vielleicht einen kleinen Verlauf hier oben reinsetzen. Bringen wir den mal so ein bisschen rein hier. Ein bisschen die Belichtung noch abdunkeln. Aber auch hier würde ich wieder mit der Bereichsmaske arbeiten und hier tatsächlich die Luminanz nur in den oberen Bereich so reinbringen, dass wir ja wirklich auch nur den Himmel bearbeiten, aber nicht die Berge darunter. Ja, und dann klicke ich hier schon auf Fertig. Das gefällt mir eigentlich soweit schon ganz gut. Mal gucken, ob wir hier Dunst entfernen noch so ein bisschen reinbringen. Hier können wir wieder ins Positive gehen mit dem Dunst entfernen. Das passt auf jeden Fall gut. Und dann würde ich wahrscheinlich hier nochmal in die HSL-Tabelle reingehen und so ein bisschen mit den Farben hier spielen. Also das Grün, muss man mal gucken, ob man das noch weiter Richtung Gelb zieht oder eher so ein bisschen Richtung Aquamarin. Ich glaube, eher so ein bisschen Aquamarin-mäßig. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus und auch das... Gelb so ein bisschen Richtung Grün nochmal ziehen, damit wir das einfach hier so ein bisschen saftiger alles hinbekommen, die Farben, was hier anfällt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann gehe ich mal hier in die Gradationskurve rein. Ja, wir sind hier noch in dem Blaukanal drin von dem letzten Bild. Auch hier würde ich wieder so ein bisschen die Blautöne reinziehen, gerade in den dunklen Bildbereichen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Und dann werde ich hier auf jeden Fall auch im RGB-Bereich wieder so ein bisschen alles aufhellen. In den hellen Bildbereichen alles ein bisschen abdunkeln und dann baue ich hier noch so eine kleine S-Kurve rein, um noch so ein bisschen mehr Kontrast zu bekommen. Das sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Jetzt gehe ich mal hier noch in die Teiltonung rein, denn ich möchte auf jeden Fall hier in den Lichtern noch so einen schönen, warmen Ton drin haben. Ja, schau mal, was das hier nochmal bringt. Ja, das kann ich ruhig auch ein bisschen höher ziehen, hier die Sättigung, so auf 25. Das bringt auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann können wir hier vielleicht auch nochmal so eine kleine Vignette mit reingeben. Auch hier würde ich die Lichter wieder so ein bisschen davon außen vor lassen. Ja, die stehe ich mal so auf 50 ungefähr. Hier haben wir oben so eine kleine, so ein kleines Problem mit der Vignette. Deswegen würde ich jetzt hier auch nochmal reingehen und das ganze Bild so ein bisschen beschneiden. So also ein kleines bisschen hier einfach. Nehmen wir das raus. Hier unten auch. Wenn ich das jetzt bestätige, sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Hier haben wir noch einen kleinen Sensorfleck, den würde ich auf jeden Fall rausnehmen. Ein bisschen kleiner machen hier den Pinsel und dann einen Klick hier drauf und dann wird das Ganze direkt entfernt. Das sieht also top aus. Gehe ich jetzt hier nochmal raus. Ich werde auch hier wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Kontrast in den Mitteltönen aufbauen. Kennst du inzwischen schon. Den Verlaufsfilter gezogen, ein bisschen Belichtung rein, Kontrast auf 100% und dann die Bereichsmaske hier auf Luminanz stellen und den Bereich auf 25 bis 75. Dann bekommen wir hier nämlich genau den Kontrast in die Mitteltöne. Okay, das sieht jetzt ein bisschen doll aus. Vielleicht ein bisschen abschwächen das Ganze hier noch. Ein bisschen Sättigung dafür rausnehmen. Also auf minus 20 kann man die dann schon mal stellen, damit wir hier das Bild nicht zu sehr sättigen. Ich denke mal, so sieht das echt schon ganz gut aus. Ich mache mal ein ganz kurzes Vorher-Nachher. Da sind wir hergekommen. Jetzt sind wir hier. Ja, hat auf jeden Fall schon mal was. Jetzt kann man hier nochmal gucken, ob man kleine Bereiche so ein bisschen mal aufhellt oder abdunkelt. Also hier zum Beispiel das Wasser, das könnte man hier mal noch so ein bisschen aufhellen. Das ist jetzt natürlich gerade wieder viel zu doll. Das müssen wir gleich noch ein bisschen runterregeln. So, jetzt müssen wir den Pinsel hier mal ein bisschen kleiner machen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was in dem Wasser getan. Müssen wir natürlich aufpassen, dass man es hier nicht zu doll macht. Ich denke mal, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier die Belichtung mal wieder ein bisschen runternehmen und vielleicht auch noch ein bisschen bläuliche Temperatur, nicht zu viel, aber so ein kleines bisschen. Und damit haben wir jetzt das Wasser noch ein bisschen bläulicher gemacht, haben das Ganze ein bisschen heller gemacht, damit ein bisschen mehr betont. Sieht eigentlich immer ganz gut aus. Aber hier unten kann man gucken, ob man vielleicht nochmal einen Pinsel nimmt. Nehmen wir hier nochmal einen neuen Pinsel. Machen hier vielleicht die Belichtung mal ein bisschen ins Negative. Und dann würde ich jetzt hier unten, um das Bild ein bisschen abzudunkeln noch, würde ich hier nochmal ein bisschen mit negativer Belichtung reinmalen. Dass wir hier quasi nochmal die Vignette so ein bisschen verstärken. Ja, hier auch nochmal so ein bisschen. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und jetzt sind wir auch gleich schon wieder durch. Ich gehe mal hier noch in die Kalibrierung rein.
Denn hier, wenn ich die Sättigung in den Blauwerten hier mal noch so ein bisschen nach oben drehe, kriege ich das ganze Bild auch noch mal ein bisschen Punch. Und vielleicht hier mal noch ein bisschen gucken, was wir mit den Grünwerten noch machen können. Also ein kleines bisschen ziehe ich die, glaube ich, hier noch weiter ins Negative. Und jetzt sind die 5 Minuten auch gleich um. Deswegen würde ich es jetzt an der Stelle hier belassen und dir jetzt einfach hier nochmal das Vorher-Nachher zeigen. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Okay, es ist eine ganze Menge passiert in der Sättigung. Vielleicht ist es da ein bisschen zu viel geworden. Also man kann natürlich auch jederzeit noch die Sättigung hier so ein bisschen runterdrehen. Vielleicht hier mal so -8 oder so. Dass wir hier noch ein bisschen Sättigung rausdrehen. Ja, ich denke mal, so gefällt es mir besser. So sieht es ein bisschen realistischer noch aus. Aber wir haben auf jeden Fall gut das Wasser noch bearbeiten können. Hier hinten könnte man es vielleicht noch ein bisschen abdunkeln im Wasser. Da ist ein bisschen viel. Aber ansonsten denke ich mal, ist uns das doch ganz gut gelungen hier. Vielleicht würde ich hier, jetzt wo ich nochmal drüber gucke, auch hier den Himmel wieder ein bisschen bläulicher noch machen. Ah, kann man hier noch so ein bisschen ins Bläuliche ziehen, dass wir hier so ein bisschen mehr noch dieses Tagbild haben. Und jetzt gefällt es mir richtig gut an dieser Stelle. Also das waren die beiden Bilder. Wir hatten jetzt hier, wie gesagt, 2x5 Minuten Zeit dafür. Und ich denke mal, da sind doch schon ganz gute Ergebnisse bei rumgekommen. Kannst mir auf jeden Fall auch nochmal Bescheid sagen, wie du die Bearbeitung findest. Ich würde jetzt hier, sehe ich gerade noch diese kleine Boje, die würde ich tatsächlich auch noch rausstempeln, weil die dann doch tatsächlich ein bisschen irritiert. Ah, das sieht deutlich besser aus ohne. Ja, hier hinten haben wir auch noch eine. Die würde ich auch nochmal rausnehmen. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann am Ende noch machen kann. Das war jetzt hier eher erstmal die grobe Bildbearbeitung. Aber so Kleinigkeiten, die dann vielleicht noch auffallen, wenn man ein zweites Mal drüber guckt, wenn man vielleicht mal dann sich einen Kaffee geholt hat und dann nochmal raufguckt, dann fällt einem doch noch ein bisschen was auf, ein paar Kleinigkeiten, die man dann vielleicht noch retuschieren kann. Und das ist auch genau jetzt der Fall. Von daher, diese 5 Minuten ist natürlich immer so eine Sache, das ist immer mehr die Unterhaltung, die hier im Vordergrund steht, dass man sich so eine kleine Challenge setzt, mal ein Bild schnell zu überarbeiten. Aber natürlich sollte das nicht das Ziel generell sein, dass man seine Bilder innerhalb von 5 Minuten bearbeitet, sondern dass man da auf jeden Fall dann auch nochmal ein zweites Mal drüber guckt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, schau nochmal auf meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es Videotrainings auch zum Thema Lightroom, wenn du dich da mehr mit diesem Programm beschäftigen willst. Ganz neu jetzt auch das Videotraining zu Lumina 4 und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut. Ciao.